Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Hier ist Citron. Es ist Brotato. Was ist eigentlich Brotato? Fragt ihr euch bestimmt. Der eine oder der andere weiß, was Brotato ist. Was beinhaltet eigentlich der Name Brotato? Einmal das Wort Tato, also oder beziehungsweise einmal das Wort Bro für Kumpel. Und Tato soll einfach die Kartoffel sein, also Potato. Aber man hat anstatt Potato einfach Bro-Tato das Ganze genannt, das Spiel, besser gesagt. Ich habe es vor Jahren oder vor anderthalb Jahren mir geholt. Ich glaube für 5 Euro ungefähr. Und das DLC, Abyssal Terrors, kam vor kurzem erst hinzu, also vor 1, 2, 3 Tagen ungefähr, je nachdem wann das Spiel rauskommt oder vielleicht auch vor einer Woche. Ich weiß nämlich noch nicht, wann ich es hochladen werde oder ob ich es überhaupt hochlade. Vielleicht wird es nur das eine Video von Brotato sein, ich weiß es noch nicht ganz genau. Naja, wie ich das Ganze mache, wie ich das Ganze zeige, bin ich mir noch relativ unsicher. Ich habe auf jeden Fall die Musik ausgestellt, denn ich weiß von einem YouTuber, dass die Musik irgendwie geschützt sein sollte. Also er hatte rechtliche Probleme bekommen. Deswegen lasse ich die Musik aus, wir spielen trotzdem mit Ton. Und zwar mit Sound, beziehungsweise ja, mit Sound. Dass man die Schüsse hört oder allgemein die Gegner hört. Und ja, wir können theoretisch auch mit Mods spielen. Ich habe einmal mit Mods drin. Ich schalte sie auch direkt aus. Und zwar die Rainbow Crates, also Rainbow Kisten. Habe ich mir mal installiert. Kann man machen, dass es ein bisschen einfach geht. Aber ich möchte es ja euch offiziell zeigen, wie man es eigentlich auch ohne Mods spielt und es auch schaffen kann. Ja, das Schwierige ist ja hier, also man, wie das Spiel schon sagt, man ist eine Kartoffel und die Kartoffel, ja, ist nicht immer gleich. In der puren Natur sieht man ja die Kartoffel, ist es mal so komplett rund gefühlt. Manchmal hat es Kanten und so. Und hier ist es ja auch so. Aber nur mit den Charakteren. Also wir hätten einmal hier einen Normalo, hier hätte man den Raufbolz, hier hätte man den Irrer, also ein Irrer, einmal den Fernkämpfer und natürlich einmal den Magier. Und dadurch, dass wir das neue DLC haben, haben wir instant auch schon den Matrose, dann einmal den Stauner, einmal den Baumeister, den Kapitän und natürlich die Kreatur als Brotato. Natürlich kann man hier noch andere Eigenschaften, also andere Charaktere noch freischalten, was manchmal sehr schwierig ist und manchmal sehr einfach. Zum Beispiel stirbt zum ersten Mal, ist sehr einfach. Man muss einmal sterben, dann hat man ihn freigeschalten. Bei ihm töte 300 Gegner, hier sammle 300 Materialien ein. Was sind Materialien? Das kommt auch noch gleich hinzu. Töte 2000 Gegner, 2000 Materialien einsammeln. Ja, es geht hier so weiter bis, glaube ich, ja, 20.000 Gegner töten und 20.000 Materialien einsammeln. Danach erreiche 5 HP Regeneration, aber im Minusbereich. Minus 5 HP Regeneration. Erreiche plus 200 Ernte, zum Beispiel erreiche 60 Ausweichen, erreiche 50 Tempo. Führe 3000 Materialien mit dir mit. Zum Beispiel muss man einmal machen, platziere gleichzeitig 5 Geschütze auf der Karte. Relativ kein Thema. Töte 50 Bäume. Auch kein Thema. Heile in einer Welle 200 HP. Das wird schon ein bisschen schwieriger. Man sollte relativ, also viel HP haben, dass man das hochheilen kann.
in einer Runde. Dann erreicht 300 Reichweite, zum Beispiel töte mit einer einzigen Explosion 15 Gegner. Das wird auch richtig schwierig, um den Charakter freizuschalten. Wer werde in einer Runde 12 Waffen, also einmal kaufen und dann muss man sie verwerten. Was heißt in einer Runde? Also, ja, wenn man, sag ich mal, die Runde hat Wellen, Welle 1 bis Welle 20, wenn man nicht den Endlos-Modus spielt. Und da muss man quasi in den Wellen von 1 bis 20, das ist eine Runde, muss man 12 Waffen verwertet haben, also verschrottet haben, also wieder verkauft haben. Und ja, dann hätten wir noch die erreiche minus 20 Tempo. Das wird ein bisschen schwieriger, auch wenn wir minus 20 Tempo danach erreicht haben, wieder das ins Positive zu gelangen, ist extrem schwierig. Erreiche 10 Fernkampfschaden und besitze gleichzeitig 3 Konstruktionen. Das wiederum ist relativ machbar. Man muss ein bisschen auf Fernkampf gehen und eben 3, keine Ahnung, Konstruktionen hin platzieren. Es ist erstens egal, welche zum Beispiel. Töte ein Boss oder Elite-Gegner in weniger als 15 Sekunden. Das wird auch sehr interessant werden. Auch richtig schwierig. Bisschen schwierig, also es kann sehr leicht sein, ist aber auch teilweise schwierig. Erreiche 100 Max-HP. Das ist wiederum einfach, wenn man darauf sich fokust. Erreiche Level 20, auch sehr einfach. Beende eine Welle mit mindestens 10 lebenden Bäumen. Das wird wiederum ein bisschen schwieriger, ist aber auch machbar. Erreiche in einer Runde 2x Köder. Auch schwierig, weil man dazu sehr viel Glück haben muss. Beende eine Welle mit 1 HP. Das machen wir direkt in der ersten Runde. Mit dem ersten Charakter in der ersten Runde. Weil das wird doch ein bisschen zu heftig. Erhalte 3 Stufen, 4 Waffen gleichzeitig. Das wird auch sehr einfach werden. Je nachdem. Erhalte in einer Runde 10 verschiedene Stufe 1 Items. Das ist auch machbar. Gewinne eine Runde auf Gefahr 0. Dann gewinne eine Runde auf Gefahr 1, Gefahr 2, Gefahr 3, Gefahr 4, Gefahr 5, Gefahr 6 wollte ich gerade sagen. Gibt's ja leider nicht. Erreiche Level 10 vor Welle 6. Das wird wiederum schwierig. Aber es gibt einen Charakter, wo man das relativ schnell machen kann. Habe 6 verschiedene Waffen gleichzeitig. Das wird doch relativ interessant. Kann man auch leicht schaffen, theoretisch. Müsste ich mal schauen. Erreiche 10 Elementarschaden und besitze gleichzeitig 3 Konstruktionen. Ist genauso wie erreiche 10 Fernkampfschaden und besitze 3 Konstruktionen relativ leicht. Also erreiche plus 40 Lebensraub. Relativ machbar. Dann hätte man hier, lass mindestens 25 Gegner gleichzeitig brennen. Das klingt für mich schwieriger, als man erwartet. Denke ich mal. Sammle 250 Verbrauchsgegenstände bis zum Ende von Welle 20. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr machbar. Je nachdem, was man für einen Charakter nimmt, ist das machbar. Trifft mindestens 25 Gegner mit einem einzigen Nahkampfangriff. Das wird wiederum schwierig, aber auch machbar. Nutze neue Würfeln 10-mal in selben Laden. Das wird interessant, weil das ein neues Item ist. Neu würfeln. Und das muss ich 10-mal im selben Laden nutzen. Okay. Hier steht, töte 1000 Gegner, die mindestens 700 von dir entfernt sind. Also ich glaube, ich muss 700 Reichweite haben und die muss ich 1000 Stück besiegen. Das wird auch sehr interessant sein. Gehe insgesamt
20.000 Schritte. Wie viele ich wahrscheinlich gehen muss noch, steht nirgendwo da, denke ich mal. Irgendwann hat man den also freigeschalten. Erreiche plus 100 Sammelreichweite. Wird wahrscheinlich auch sehr leicht sein, je nachdem, welche Items man bekommt im Job. Füge einem Gegner mit einem Treffer 1000 Schaden zu. Sollte auch machbar sein, wenn man gerade Richtung Endlos geht. Beende eine Runde mit 0 Fluch. Das wird eben sehr schwierig werden. Gerade der Charakter wird wahrscheinlich schwierig sein. Muss ich mal schauen, wie man das Ganze machen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Normalo an. Das waren übrigens dann alle neuen Charaktere. Ich glaube, ein paar sind neu dazugekommen. Ich glaube, ab hier. Ich glaube schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 neue Charaktere sind dazugekommen. 14 sind per DLC hinzugekommen, also quasi ab den hier. Die sind alle neu. Und die letzten vier hier, die sind einfach so dazugekommen. Finde ich mega cool, dass man eben nicht das DLC kaufen muss direkt am Anfang. Man kann erstmal mit den alten Charakteren durchspielen und dann sich das DLC kaufen, je nachdem, wie man es möchte. Oder man holt sich direkt das DLC. Und ja, wie gesagt, ich habe das öfters schon jetzt durchgespielt, glaube ich, komplett mit allen Charakteren. Es ist eben teilweise schwierig. Einmal mit Mods, dass es schneller geht, und einmal ohne Mods. Ohne Mods muss ich sagen, es ist schwierig. Wir spielen, wie schon gesagt, mit dem Normalo. Ja. Ihr habt einen Charakter ausgewählt, zum Beispiel den Normalo, weil ihr das Spiel gerade eben neu angefangen habt. Und ihr seht schon, oh mein Gott. Was für eine Waffenauswahl. Welche ist sinnvoll, welche auch nicht. Ich gehe davon aus, wie ich das spiele. Ihr könnt natürlich es anders spielen. Ihr könnt zum Beispiel mit dem Messer spielen. Ihr könnt das mit dem Stock spielen. Ihr könnt mit der Faust spielen. Mit der Kaktuskeule. Mit der Geisterflint. Ihr könnt mit dem Schraubenzieher spielen. Mit Laute. Also irgendwie, keine Ahnung. Das ist ein neues, neue Waffe. Dann könnt ihr mit der Pistole spielen. Mit der MP. Mit der Schrotflinte. Mit der Schleuder, mit dem Taser, mit dem Zauberstab und natürlich mit den Eiszapfen. Andere Charaktere haben eben andere Waffen zur Auswahl. Andere wiederum haben dieselben Waffen zur Auswahl, aber dafür fehlen einige. Aber der Normalo kann sehr viel. Wir starten mit der Pistole, denn die Pistole ist sehr wichtig. Es tut mir übrigens leid, dass ihr noch meine Maus hier seht. Die wird wahrscheinlich irgendwann weggehen. Und ja. Aber wie schon gesagt, das wird später passieren. Der Normalo. Maximal plus 5 HP am Anfang, plus 5 Tempo und plus 8 Ernte hat es. Wir starten mit Gefahr 0. Schwierigkeit ist relativ okay, ist ganz normal. Also relativ. Nicht so schwer. Die Pistole ist eine Schusswaffe. Schaden macht sie 12. Kritisch mal 2. Chance von 5%. Abklingzeit 1,2 Sekunden. Rückstoß 15. Reichweite 400. Fernkampf. Durchbohren 1. Minus 50% Schaden. Interessante Waffe auf jeden Fall. Wir nehmen die auf jeden Fall mit. Dann direkt los. Und ihr seht schon, wir haben hier Gegner. Die müssten wir ausweichen, aber wir wollen ja mit 1 HP oder mit 1 HP überleben. Deswegen muss ich mich treffen lassen. Oben links seht ihr meine Gesundheit. Ja, stirbt zum ersten Mal. Ist easy passiert. Wir haben einen neuen Charakter freigeschalten. Diggerschen. Wir starten direkt nochmal neu quasi. Also stirbt erstmal. Ging ja sehr leicht. Habe ich nämlich nicht aufgepasst. Ja, wenn ihr die Aufgaben freigeschaltet habt,
erreicht ihren neuen Charakter. Ah, Runde verloren. Sehr schön. Sehr schöner Start auf jeden Fall. Nein, Spaß. Das sollte ich natürlich vermeiden. Ja, Bäume können natürlich auch dazukommen. Nur einmal getroffen werden. Ich sollte theoretisch oben links dann schauen, wie viel HP ich habe. Wenn ich wirklich Lowlife bin. Ich habe ja den Balken schon an. Auch nicht. Dann würde ich sagen, nochmal Neustart. Ich möchte, wie schon gesagt, in der ersten Runde mit 1 HP überleben. Es ist ein bisschen schwierig. Beim ersten Mal ohne Aufnahme klappt es immer. Jetzt in der Aufnahme bin ich ein bisschen aufgeregt. Gerade wegen das neue Projekt hier. Aber jetzt beende eine Welle mit 1 HP. Sehr leicht. So. Bei jedem Levelaufstieg können wir, wie soll ich sagen, Attribute uns auffüllen. Zum Beispiel Gehirn, Augen, Brust und Trizeps. Und die verbessern eben ein paar Attribute. Zum Beispiel Elementarschaden verbessern wir, Reichweite verbessern wir, Rüstung und Schaden. Wenn wir jetzt neu würfeln klicken, wir machen das einmal nur zur Vorführung. Sonst würde ich jetzt erstmal Schaden mitnehmen, also Trizep, dass wir unsere Grundschaden erhöhen. Aber wenn wir neu würfeln, seht ihr schon, Finger haben wir, Reflexe, Zähne und Schädel. Es gibt natürlich noch ein paar andere Attribute, die man so leveln kann und per Items eben auch leveln kann. Aber man kann eben hier manche sehr schnell leveln. Und ich muss sagen, hier gefällt mir überhaupt gar nichts. Ich drehe nochmal neu. Und ihr seht schon, einmal Fernkampf, einmal Nase für Glück, Augen für Reichweite und Hände für Ernte. Ich würde ganz gerne Ernte auffüllen. Wir müssen 200 Ernte beim ersten Durchlauf schaffen. Kann man, muss man nicht. Deswegen werde ich auch Dünger erstmal sperren. Denn man kann Items sperren, wenn man möchte. Zum Beispiel auch ein Gecko Baby möchte ich auch sperren. Und jetzt kommt eben. Ihr seht schon, Pistole wäre meine zweite Pistole. Die nehme ich auch mal mit. Und den Shuriken nehme ich auch mal mit. Aber den verwerte ich wieder. Warum? Wir müssen ja 12 Waffen verwerten. Deswegen verwerte ich den einmal. Dann hätten wir Pistole und die Schrotflinte. Die Schrotflinte sperre ich auch. Und ihr seht schon, es kommen immer 2 Waffen. Standard, das ist bei der ersten Welle und bei der zweiten Welle, dass immer 2 Waffen kommen. Also habt ihr gute Items, aber schlechte Waffen, sperrt die Items. Gecko Baby zum Beispiel und Dünger sind relativ okay Items. Deswegen tue ich die mal sperren. Gecko Baby gibt uns 10 Reichweite. Wir können 4 davon mitnehmen. Chance von 25% ein Material sofort anzuziehen. Ist nicht schlecht. Und Dünger gibt uns plus 8 Ernte, minus 1 Nahkampf. Wir gehen ja auf Fernkampf, deswegen. Nein. Wir drehen einmal. MP nehme ich auch natürlich mit. Warum auch nicht? Also den lasse ich mal sperren. So, 17 Materialien haben wir und dann habe ich noch die Tasche gehabt. Jede Runde, was wir liegen lassen an Materialien, wird die nächste Runde verdoppelt. Quasi. Also wird in die nächste Runde mitgenommen. Also es wird nicht verschwendet. So, eine Kiste haben wir. Das ist schön. Ja, Alien-Zunge-Item. Wir kriegen plus 10 Sammelreichweite.
Und ein Rückstoß. Sammelreichweite müssen wir, glaube ich, 100 zusammenkriegen. Deswegen nehme ich den ganz gerne mit. Und jetzt haben wir schon ein Rücken 2. Das ist blau. Es gibt uns plus 6. Ich würde sagen, wir drehen einmal und haben Pech. Aber Max Life, also das würde ich mal mitnehmen, plus 3 LP, also HP, besser gesagt, nehme ich ganz gerne mit. Und noch einmal Ernte. Umso schneller wir Ernte hoch haben, umso mehr, also die Ernte gibt uns Materialien. Also am Ende einer Welle erhältst du 20 Materialien und XP. Erhöht sich bis Welle 20 mit jeder Aktivierung um 5% und verringert sich danach stattdessen um 20%. Also, wenn wir jetzt 200 Materialien haben, relativ am Anfang, dann leveln wir schneller. Also ist es relativ sinnvoll, das Ganze aufzuwerten, direkt am Anfang. Ab Welle 3 sollte man wirklich sehr viel Ernte schon besitzen. Mit den Grundsachen, sag ich mal, Grundattribute. Und dann mit den Items eben noch schneller hochleveln. So, MP nehme ich mal mit und doppelläufige Schrotflinte nehme ich mit. Dann drehe ich und sehe, oh, eine MP. Nochmal, die sperre ich. Wurfspeer könnte ich auch sperren. Ich lasse es aber mal. Und würde sogar sagen, nehme ich Dünger mit? Ja, komm, wir nehmen Dünger mit, dass wir 28 EP bekommen und 28 Materialien bekommen. Da wir nichts mehr machen können, würde ich sagen, gehen wir in Welle 3 hinein. Ja, natürlich ist mein Ziel ohne Fluch. Ihr seht schon, wenn ich jetzt Escape drück, unsere Attribute, was wir so Schönes haben. Einmal minus 1 Nahkampf. Fluch. Gegner können zu 0% verflucht werden. Verfluchte Gegner sind stärker und lassen mehr Materialien fallen. Gegenstände und Waffen können ebenfalls zu 0% verflucht werden und somit mächtiger sein. Bei dem Fluch habe ich keine Ahnung, was das ausmacht. Ist ja, wie schon gesagt, mit den DLC dazugekommen. Ich habe damit keine Ahnung. Wie schon gesagt, das wäre primitiv, primär. Und dann hätte man sekundär noch die ganzen anderen Sachen. Zum Beispiel Rückstoß habe ich plus 1. Sammelreichweite plus 30. Man kann hier Materialheilung haben. XP gewinnen, Heilung durch Verbrauchsgegenstände, Itempreis plus oder minus machen, Explosionsschaden höher oder niedriger, die Explosionsgröße kann man niedriger machen, Abpraller durch Bohren, Durchbohrungsschaden, Schaden gegen Bosse, Struktur, Angriffstempo, Konstruktionsreichweite, Brandtempo, Brandreichweite auf doppelte Materialien, also Prozent, gratis Neuwürfeln, Bäume, wie viele Bäume in einer Runde sind. Ja, Gegner, Gegnertempo, Neuwürfeln, Preis. Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Jeder Charakter ist eben anders. Der Normalo, den kann man so machen, wie man es möchte. Kann ich jetzt schon mal sagen. Sehr interessant auf jeden Fall. Wenn der Sound, ich sehe gerade, der Schuss-Sound ist sehr, sehr laut. Deswegen werde ich mal kurz den Sound etwas runter machen. Allgemein mal ein bisschen weiter runter machen. Bin mir immer noch sehr unsicher. Wir müssen noch mal gucken. Wir machen mal auf
10, 10. Das sollte trotzdem reichen. Ja, doch, das sollte passen. Gut. Wir haben wir liegen gelassen. Ja, jetzt hätten wir Schulter 3. Gibt uns 3 Fernkampf. Da wir auf Fernkampf gehen, nehme ich es direkt mit. Und ja, ich würde sagen, MP, nimm ja auf jeden Fall mit. Gecko Baby würde ich sagen, mir auch mitnehmen. Und dann hätten wir die Gartenschere. Die Gartenschere würde ich ganz gerne mitnehmen. Und dafür eine Waffe schon mal verwerten. Und ja, Gartenschere direkt auch verwerten. Dann hätten wir die Pistole, die nehme ich natürlich mit. Blutegel. Plus 2 Lebensraub. 2 HP-Regeneration und minus 3 Ernte. Das mit den minus 3 Ernte ist natürlich problematisch, deswegen werde ich es erstmal nicht mitnehmen. Ich kann es aber erstmal sperren. Obwohl ich. Na doch, ich tue es mal sperren, weil Lebensraub und HP-Regeneration, eins von beiden braucht man immer. Nimm ich es doch mit, nimm ich es doch nicht mit. Ich tue es mal sperren. Einmal drehen und ihr seht schon. Wir haben die nächsten Items. MP und doppelläufige Schrotflinte. Ich möchte am Ende irgendwie nur noch auf MPs gehen, beziehungsweise auf Shotguns. Es wäre cool, wenn ich 3 MPs habe und 3 Shotguns habe. Das mit den 6 unterschiedlichen Waffen kann man später noch machen mit anderen Charakteren oder im anderen Level. Kann man das machen. Ich würde sogar sagen und tendieren, dass ich das beim nächsten Mal angehe. Ich weiß eben noch nicht, wie viel ich schaffe. Und allgemein, also allgemein, wie viele Charaktere ich freischalte. Ja, ich würde sagen, wir nehmen plus 8 Ernte mit. Jetzt muss ich nochmal schauen, wir drehen einmal weiter und nehmen Schulter mit. Werden die Waffen hier verwerten. Liebesalien macht plus 2 Max HP, plus 5 Schaden und plus 5% Gegner. Schaden ist ja prozentual gerechnet. Ich würde sagen, nehmt es mit. Wegen A mehr Gegner, mehr Materialien. Und ja, einfach so. Dann drehe ich einmal. Und wir sehen, Geistsepter ist eine sehr geile Waffe, aber nur auf einen bestimmten Charakter sehr, sehr, sehr gut. Ja, wir tun die Pistole verwerten. Und nehmen den Geistsepter mit. Für eine Runde. Aber nur wirklich für eine Runde. Ja, dann würde ich sagen, die tue ich auch schon mal sperren. Die 2, einmal seltenes Essen-Item. Gibt uns plus 2 HP durch Verbrauchsgegenstände wiederhergestellt, aber gibt uns minus 2 Ausweichen. Ausweichen interessiert mich erstmal höchstpersönlich nicht. Wir müssen HP-Regeneration und etc. Machen. Und plus 2, wenn ich Verbrauchsgegenstände, also wie das Obst, aufsammeln, was Gegner droppen können oder was Bäume droppen, gibt es anstatt uns 3 dann eben nochmal zusätzlich plus 2, also plus 5 HP wieder zurück. Also heilen wir. Gut, dann würde ich sagen, Welle 5. In Welle 5, denke ich mal, können wir ein bisschen sammeln. Materialien. Ja, überlebe, sammle. Wir haben 300 Gegner besiegt, 300 Materialien eingesammelt. Sehr schön. Ja. Vielleicht, wenn ich genug Ernte habe, könnte ich sogar auch bis auf Level 10 kommen. Vor Welle 6 oder bis Welle 6, das wäre es noch. Mal schauen. Ich würde sagen, wir gehen auf Herz einmal. Gehen dann das mal verwenden, nehmen die Hand mit, tun sie auch schon mal verwenden und nehmen die Schrotflinte mit. Seltsames Essen nehme ich mal mit. Dann hätten wir nochmal eine Schrotflinte.
Die tue ich kombinieren. Die verwerten, mitnehmen. Rüstung wäre jetzt nicht mal so verkehrt. Plus 6 ausweichen. Würde ich dann das Ganze wegmachen? Würde ich erstmal kurz sperren. MP. Liebesalien. Tue ich alles sperren. Die würde ich dann in der nächsten Folge erstmal MP mitnehmen und Liebesalien mitnehmen. Weil ich doch die ganz gerne mitnehmen möchte. Wir müssen aufpassen, dass wir Fluch versuchen bei 0 zu halten, dass ich den allerletzten Charakter freischalte. Verfluchte Aliens sind mehr lila aufgezeichnet als normal. Also die sind heller auf. Ja, intensiver, heller und halten auch mehr aus. Das Problem ist, wenn man sehr viel Schaden macht, wird's schon ein bisschen kritisch dann. So, ihr seht schon, die Gegner haben keine Chance gegen meine 3 MPs und meine 3 Schrotflinten. Ich denke, das ist doch eine gute Kombination. So, viele Gegner noch platt machen. 16 Materialien haben wir liegen lassen. Ist okay. Ich würde sagen, wir nehmen mal Schaden mit. Und dann würde ich sagen, wir nehmen tatsächlich 10 Glück mit. Vielleicht kriegen wir noch bessere Items. Wer weiß. MP nehmen wir mit. Die eine habe ich kombiniert. Und natürlich Bisselchen. So. Ernte und Plus Ausweich, aber minus ein Fernkampf. Ist natürlich kritisch. Wir machen derzeit mit den normalen MPs 6, mit den blauen machen wir 8, mit den Schrotflinten machen wir 12 schon. Interessant. Adrenalin so zeitig zu bekommen ist sehr interessant, weil es gibt uns plus 5% Ausweichen. Chance von 50% HP zu heilen, wenn du einen Angriff ausweichst. Nehme ich auf jeden Fall mit. Biene. Nehme ich auch mal mit, weil es Ausweichen gibt und wir haben uns jetzt auf positiv das Ausweichen. Stift nehme ich mal nicht mit, das bringt mir gar nichts. Auch wenn ich theoretisch 10 normale Items bräuchte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 normale. Müsste ich mal schauen. Fledermaus nehme ich auf jeden Fall einmal mit, weil es gibt uns plus 2 Lebensraub. Wir haben noch 0. Wir bräuchten demnächst mal langsam Lebensraub. Auch minus 2 Ernte. Ich denke mal, jetzt können wir es einmal riskieren. So, und dann würde ich sagen, wir drehen noch einmal. Messer können wir mal sperren, dass wir das eine Item nochmal verbessern. Die MP auf Stufe 3 dann bringen. Und dann eben das Messer kaufen. Wahrscheinlich. Ist, glaube ich, mit am sinnvollsten. Ob ich nun 4 oder 2 MPs, 4 Shotguns habe, ist erstmal hinten raus egal. Hauptsache, ich habe Schusswaffen, die relativ doch aggressiv sind. MPs schießen schnell. Shotguns machen sehr viel TP, also Damage. Schießen aber nicht so schnell wie die MPs. Wenn ich genug Rückstoß habe, ist es natürlich sinnvoll. Ja, mal schauen. Sammle in einer Runde 20 Materialien ein. Also beziehungsweise 20 Verbrauchsmaterialien ein. So, jetzt hätten wir hier alles vier Dinge auf Stufe 3. Schwierig ist es jetzt, was nehme ich? Mehr HP, dass ich relativ schnell auf die 200 komme. Mehr Schaden, mehr Crit-Wahrscheinlichkeit. Crit habe ich noch 0. Schaden habe ich 15. Dann würde ich auf 27 kommen. Ich denke mal, wir nehmen Schaden mit. Ja, Schaden. Wir nehmen Schaden einfach mit. So, ich würde sagen, wir tun mal die MP kombinieren. Nehmen das Messer mit. Verwenden es. Nehmen auch Adrenalin mit und die Rüstung mit. Rüstung
Würde ich sogar tatsächlich empfehlen, haben natürlich aber weniger HP dadurch, weil wir 2 HP verlieren. Technik interessiert mich erstmal wenig, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Kleines Magazin, Angriffstempo gerade für unsere Schrotflinten gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier sogar plus 2 Leben. Noch gar nicht mal mitgekriegt. Interessant. Achso, ja, Prozent, ja. Stimmt. Also, kleines Magazin, tue ich mal sperren. Wir kriegen 2 Fernkampf plus 10 Angriffstempo. Ich wollte Angriffstempo schauen. Abklingzeit 1, eine Sekunde und 28 Hundertstel. Wir haben nur 0,167 Sekunden, also relativ schnell. Elefantenbaby wird mir gar nichts bringen erstmal. Das lasse ich mal. Wanderstock. Ich könnte den mal speichern und dann wieder verwerten. So, nächste Runde, nächstes Glück. Ja, jetzt kommen schon aggressivere Gegner auf uns zugestürmt. Sollten wir aber auch, wenn wir die Fokussen rauskriegen und wenn wir die ausweichen, das relativ zügig, glaube ich. Ja. Ja, dieses Spiel habe ich wirklich, wo es rausgekommen ist, einen Monat später oder 2 Monate später, nach dem ersten Update, mir direkt geholt und dann wirklich damit gespielt. Bis so geht nicht mehr. Also frühs angemacht, stundenlang gespielt und dann eben wieder ausgemacht, wo ich dann schlafen gehen musste. Es war lustig und wenn ich Urlaub hatte, hatte ich gefühlt nur eben dieses Spiel hier gespielt. Es ist sehr langwierig, muss ich sagen. Beim ersten Mal ohne Mods vor allen Dingen. Wir nehmen die 10 Lebensraub. Wir haben schon 2, somit hätten wir jetzt 5. Lebensraub ist gar nicht mal so schlecht. So. Wie gesagt, Wanderstock nehmen wir mit, werden ihn aber verwerten. Dürrfleisch. 3 HP durch Verbrauchsgegenstände wiederhergestellt. Verbrauchsgegenstände heilen dich über 4 Sekunden anstatt sofort. Oh, das ist interessant. Dann würde ich sagen, das nehmen wir auch mal mit. Plus 5 Max HP, aber minus Reichweite und plus Nahkampf. Nahkampf interessiert mich nicht. Die HP interessiert mich. Würde aber sagen, nein. Das bringt mir auch gar nichts. Das würde mir eher was bringen. Deswegen nehme ich mal den mit. Erhalte in einer Runde 10 unterschiedliche, ja, normale Items. So, Schere tue ich auch mal machen. Und eine blaue MP. Bin mal sehr gespannt, wie viele Waffen ich noch werden muss. Ein paar muss ich wahrscheinlich noch machen. Hab natürlich die Waffen nicht gezählt, wie viele ich verwertet hatte. Aber es sollten noch ein paar sein. So, Welle 9 können wir theoretisch extremst viel Materialien sammeln, weil das eine Farm, ja, Farmwelle ist. Von den kleinen Dingen, die relativ schnell kaputt gehen. Gegner. Eine Kiste, das ist doch schön, nehme ich doch mal mit. Levelaufstieg, jetzt sind wir Level 13. Wir haben es wahrscheinlich nicht mal geschafft, auf Level 10 zu kommen, bevor wir Level 6 gekommen sind. Gefährlicher Hase nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich kann einmal kostenlos neu würfeln. Nehme ich ganz gerne mit.
Das, wie schon gesagt, brauche ich jetzt nicht mehr. Deswegen verwerten wir das Ding. So. Wir drehen einmal und nehmen einmal Fernkampf mit. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal Ernte mit. Nehmen die Schere mit. Werden es verwerten. Verwerte in einer Runde 12 Waffen. Alles klar. Jetzt habe ich insgesamt 12 Waffen verwertet. Ich brauche keine Waffen mehr verwerten. Dann würde ich sagen, nimm mir nochmal den Blutegel mit und das kleine Magazin. Scharfe Kugel. Projektile können einmal durch öfter sie durchbohren. Minus 20 Durchbohrungsschaden. Minus 5 Schaden, minus 3% oder minus 3 Rückstoß. Schwierig. Schwierig. Ob das was bringt, keine Ahnung. Ich glaube eher weniger. Viele sagen, scharfe Kugel bringt was. Ich sage immer wieder, bei so viel Rot kaufe ich es mir nicht ein. Überhaupt nicht. Spawn ein Geschütz. Spawnt ein Geschütz, das Flammen verschießt. Das würde ich sogar mitnehmen, weil wir drei Geschütze brauchen und nur noch ein Fernkampf. Das nehmen wir also mit. Wir haben Bäume, beziehungsweise Baum. Das nehme ich auch mal mit. Vielleicht kann ich ja irgendwann mehr Kisten bekommen. Vielleicht. Cage. Ich tue mal sperren. 15% Chance beim Töten eines Gegners 1 HP zu heilen. Schwierig, kann ich 3 Stück mitnehmen. Wären wir bei 45% Chance. Hätte aber minus 9 HP-Regeneration. Auf HP-Regeneration, sag ich mal, lass mal links liegen. Oh, Dünger nehmen wir auf jeden Fall mit. Salzwasser, Elementarschaden würde ich auch natürlich dann erhöhen wollen auf 10 irgendwann. Vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube eher weniger. Nee, komm, wir lassen es. Obwohl, wir können es mitnehmen, theoretisch. Mal schauen, was es macht. Plus 2 Nahkampfschaden ist okay. Plus 3 Angriffstempo. Plus 10% Tempo für 3 Sekunden, wenn du Schaden nimmst. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Wir können es theoretisch mal sperren. Drehen einmal. Alienzunge. Nehme ich doch ganz gerne mit, weil wir schon 30 Reichweite haben. Bräuchte noch zweimal Alienzunge oder eben noch plus 10 Sammelreichweite dann. Mal schauen. Bälle 10. Hälfte haben wir schon geschafft. Das Problem ist ja bei den Geschütz. Das Geschütz darf eben nicht so ein verfluchtes Alien besiegen. Und wird es eben ein Problem darstellen, wahrscheinlich. Glaubt ich zumindestens. Da ist natürlich das verfluchte Ding. Hau ab, verfluchtes Alien. Ich es besiegt. Ja, wir haben einen Fluch. Also, wie schon gesagt, es ist eben schwierig, ohne Fluch hier rauszugehen. Aber wenn wir auf Geschütze gehen, noch zusätzlich, ich müsste theoretisch die Runde nochmal neu anfangen. Ich sag mal, ich werde es mal offscreen machen, dass ich das ohne Fluch durchspiele. Krone, dass wir jetzt schon Krone haben, ist gar nicht mal so schlecht. Die Ernte am Ende einer Welle wird zusätzlich um 8% erhöht. Nehme ich doch ganz gerne. Wir haben schon extrem viel ja, Ernte. 73. Gar nicht mal so schlecht. Nochmal 2 Fernkampf. Nehme ich doch auch ganz gerne mit. So, nehme ich das mit. Nehme ich das noch mit. Der blaue MP nehme ich auch mit. Pfeife würde ich ganz gerne sperren. Chance von 50%, dass Beute-Aliens auftauchen,
Die bewegen sich aber 20% schneller. Ist okay. 50% Chance Beute-Aliens. Die Beute-Aliens haben ja Kisten dabei und ist gar nicht mal so schlecht. Die nehme ich mal. Ich sag, ich werde jetzt einfach mal ein bisschen so für euch spielen. Vielleicht werde ich offscreen noch die ganzen anderen Charaktere freischalten, weil es wirklich extrem schwierig geht, gerade den letzten ohne Fluch durchzumarschieren. Wird es eben sehr schwierig sein. Deswegen werde ich mal schauen, wie ich das Ganze mache. Habe ich ganz schön viel kassiert. Aber mit den Heil-Items, die ich habe, wird das richtig easy. Wir haben schon 2000 Gegner besiegt. Zum Beispiel ein Drage, 3000 Materialien wird eben sehr schwierig sein. Jetzt am Anfang. Landminen. Brauche ich nicht. Eine Landmine spawnt alle 12 Sekunden und verursacht 11 Schaden in einem Bereich. Brauche ich natürlich nicht. Ich würde sagen, wir nehmen Prozent Schaden 12 mit und nehmen die Pfeife. Die Pfeife mit. Wir drehen einmal neu und sehen, holy shit, wir haben gute Items. Ein Stück. Drehen nochmal. Oh, Garten nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Pinguin würde ich erstmal sperren. Und ich würde sagen, Medaille tue ich auch mal sperren. Ich glaube auch Banner tue ich mal sperren, denn wir kriegen Reichweite und Angriffstempo, gerade wegen unserer Schrotflinten, gar nicht mal so schlecht. So, wir haben jetzt eine rote MP, eine lilane und. Ja, eine blaue MP. Zwei blaue Schrotflinten. Und eine normale Schrotflinte. Und ihr seht schon, wir rasieren hier wirklich die Gegner weg. Gerade auch die Skelettgegner. Nenne ich sie mal. Die mit den. Na gut, wir können den hier auch besiegen. Mal ein Fluch, das ist erstmal egal. Die mit den Meisen hier, etwas dicker sind, die halten extrem viel aus. Die blätten wir ja auch ganz schön schnell weg. Der Verfluchte hier zum Beispiel. Seht schon, also die ja relativ ruckzuck hier. Die Verfluchten geben ja uns mehr Materialien. Ist auch ganz mal so schlecht. Köder. Köder bräuchte ich zweimal in einen Durchlauf. Deswegen nehme ich den mal mit. Vielleicht habe ich ja Glück. Reichweite. Nehme ich auch mal mit. Wir nehmen mehr Schaden mit. Jetzt brauche ich eben mehr Schaden. Sammelreichweite. Kleiner Frosch. Durchsperren. Wir brauchen entweder zweimal noch kleine Frosch oder eben noch einmal Alienzunge danach. Mal schauen, was wir kriegen. Gefährlicher Hase, den kaufe ich mir instant. Können uns nochmal neu drehen. Sehen, dass wir einen Schrotflinte haben. Und einmal Igel und einmal Maus. Die werde ich instant alle drei sperren und gehen in die Welle 13 rein. So, Köder lässt eben ein paar neue Gegner spawnen. Die schalten wir auch ganz schnell aus. So, es spawnen auch öfters mehr Bäume. Ja. Also, wie ihr sehen könnt, ist das Spiel, wenn man weiß, welche Waffen man nimmt, relativ cool, wie man eben die skillt. Das ist auch sehr interessant. Also, wir haben relativ wenig HP, muss ich sagen. Aber die kommen gar nicht mal an uns ran. Also, wenn wir getroffen werden, tut es richtig weh. Muss ich ehrlich dazu sein, deswegen müssten wir auf Rüstung gehen eigentlich mit so wenig HP.
oder mehr auf HP gehen. Aber kommt immer drauf an, was wir für Items bekommen aus den Kisten, die wir eben bekommen. Oder wir müssen sehr viel auf Ausweichen gehen, bei zu wenig HP. So, Strukturen, Angriff, Tempo plus 10 und Tempo nochmal plus 10. Ich würde sagen, das verwerten wir. Bohnenzenteil plus 50% XP-Gewinn und minus 2 Lebensraub. Lebensraub brauche ich, aber ich würde sagen, mehr Life, mehr XP für mehr Levelaufstieg nehme ich mal mit. Wir nehmen Schrotflinte mit, das und das mit, nochmal ein bisschen Ernte und natürlich Maus. Und dann gehen wir mal hier hin. Dioser Trank plus 20 Glück, minus 2 HP nehme ich mit. Fesseln ist so eine Sache. HP-Regeneration plus 8. 8 Technik. 80 Reichweite plus. Aber dein Tempo ist auf dem aktuellen Wert begrenzt. Also wir können das Tempo nicht erhöhen und nicht verringern. Es bleibt auf 8. Können wir mitnehmen, gerade wegen der Reichweite. Ich brauche ja Reichweite 300. Wir können es probieren, auf die 300 zu kommen. Holzfällerhemd brauche ich theoretisch nicht. Nehme ich aber mit, dass es nicht mehr kommt. Das ist nämlich ein einmaliges Item. Einzigartig. Also, das gibt es nicht mehrmals wie Maus, limitiert 1 bis 5. Oder ein Igel, was ich 100 Mal tragen kann, genauso wie ein Bone-Sensei. Das könnte ich 100 Mal tragen, gefühlt 1000 Mal, wenn ich in den Endlos-Modus hineingehen sollte. Ist so eine Sache. Alien-Auge skaliert mit Leben und Leben habe ich nur 3. Deswegen macht die Alien-Augen, die Schaden machen, also es schießt alle 3 Sekunden 6 Aliens-Augen um dich herum, also frisst aus meinem Körper 6 Augen und die machen jeweils 34, ja, Schaden. Ist gar nicht mal so schlecht, ich würde sagen, nehmen wir auch mit, potenziell mehr Schaden. Dünger, nehmen wir auf jeden Fall instant mit. 120 Ernte haben wir. Jetzt, also 120 EP krieg ich. Plus noch kriege ich 120 Materialien. Ende der nächsten Runde. So, Welle 14. Sollte theoretisch immer noch Fluch 2. Ich habe keine Ahnung, wie ich Minus Fluch bekommen, ob es ein Item gibt, was Minus Fluch hat, also dass ich dann Fluch runterschraube, glaube aber nicht. Vielleicht gibt es das Item, was Minus Fluch uns gibt wieder, also dass wir wieder auf 0 kommen, was ich aber nicht glaube. Also ist es dann schwierig, ohne Fluch hier rauszukommen. Mal so. Und wir killen alles, was vor uns läuft, weil wir brauchen wirklich so viel Materialien. Und ja, wir haben jetzt zwei Level wieder auf. Also wir sind zwei Level wieder aufgestiegen. Sehr schön. Reichweite habe ich gesagt, erhöhen wir. Wir versuchen es. Nochmal plus 12 Ernte. Nehme ich auf jeden Fall mit. Fesseln habe ich gesagt, nehme ich auch mit. Und dubioser Trank nehme ich mit. Und ihr seht schon, wir haben Bandana und den zweiten kleinen Frosch. Und eine Minigun. Minigun ist gar nicht mal so schlecht. Problem ist nur, machen das. Ich würde sagen, sogar schwierig. Nee, Minigun nehme ich nicht. Wir drehen nochmal. Hässlicher Zahn können wir mitnehmen. Können wir doch Tempo verlieren? Kann es sein?
Kann sein. Coupon nehme ich auch mal mit. Reduziert dann die ganzen Preise. Gar nicht mal so schlecht. So, die Sammelreichweite ist gut auf jeden Fall. Wir brauchen gar nicht mehr direkt zu den grünen Dingern hinzugehen und wir sammeln die einfach ein. Wir werden eingezaubert. Mega cool auf jeden Fall. So, erreiche Level 20, das haben wir ja auch schon mal. Also, unsere Regeneration ist gar nicht mal so schlecht. Wir können also mehrmals getroffen werden. Spielt keine Rolle. Wenn wir uns so schnell wieder hochheilen, wie ihr gerade gesehen habt. Mehr gut. Reichweite würde ich noch abwarten. Ich würde sagen, wir gehen auf Rüstung. Einmal Coupon. Dann würde ich sagen, Reichweite und Bandana. Erreiche 100, bla bla bla. Ich habe einen Erfolg noch unten rechts bei Steam bekommen. Gar nicht mal so schlecht. Alienauge würde ich sagen, tun wir doch entsperren. Die brauche ich nicht. Nein, die brauche ich nicht. Schaden, aber minus 2 Max HP ist eben so eine Sache. Ich nehme es mit, weil ich ausgerenkten Kiefer nehme, weil ich plus 5 HP wieder bekomme. So, ein weiteres Geschütz. Erreiche 10 Fernkampf, Schaden und 3 Geschütze. Cool. Mutant nehme ich mal mit. Vielleicht kriege ich auch noch Elementarschaden noch voll. Wer weiß. Oh, das ist jetzt sehr interessant. Stromgenerator wäre jetzt sinnvoll, wenn ich quasi mehr Tempo machen könnte. Ich lasse es aber mal links liegen und werde erstmal auf den V sperren, weil er gibt uns 25% XP-Gewinn und 100% XP-Gewinn während der nächsten Welle. Problem, 50% Gegnerschaden während der nächsten Welle. Also wir kriegen mehr Schaden. Aber wir lassen das erstmal sperren. Genauso wie die Schrotflinte, die tue ich auch einmal sperren. Hätten wir eine lilane Schrotflinte schon mal, die etwas stärker ist. So, und ihr seht schon, es haut schon hier richtig rein. Gegner sind mehr. Wir heilen aber uns auch relativ schnell. Zum Glück habe ich Bandana bekommen. Gerade die, ich nenne sie mal die Nasen. Ihr seht schon, die komischen Viecher. Die machen Gegner rot. Also, dass sie stärker sind, dass sie mehr aushalten und so. Und das ist das Problem, wo ich offscreen alleine gespielt hatte, das Spiel insgesamt das erste Mal gespielt habe. Ich dachte, hey, was soll denn das? Warum sind die Gegner so stark? So, erreiche 200 Ernte. Das habe ich jetzt erfolgreich auch hinter mir. Wir nehmen noch Bärtierchen mit. Hebt den erlittenen Schaden von einem Treffer pro Welle auf. Nehme ich mit. Ist wie so ein Katzenleben. So, wir nehmen nochmal Fernkampf mit. Ich würde sagen, wir nehmen auch nochmal Ausweichen mit. Vielleicht kriegen wir das hin, wie ich es haben will. V habe ich gesagt auch. Glück, minus Glück, plus 4 Tempo brauche ich nicht, aber Ausweichen würde ich mitnehmen. Ausweichen. Crit wäre jetzt schwierig. Minus 4 Crit brauche ich also nicht wirklich. Elementarschaden wollte ich probieren, dass ich es wieder hochkriege. Deswegen nehme ich das mal mit. Angriffstempo und Reichweite. Reichweite bräuchte ich. Na doch, nehme ich auch mal mit.
Die Fällische Harte können wir das letzte Mal ihn kaufen. Deswegen nehme ich den auch mit. Und 25% Schaden, aber minus 3 Rüstungen. Das nehme ich mal mit und das werde ich auch mal mitnehmen. Also sperren. Den Chamäleon. Plus 3 ausweichen und plus 20 ausweichen, wenn dich nicht bewegst. Klingt erstmal interessant. Nehmen wir mal mit. Also für die nächste Welle das erstmal sperren. Also, wir machen schon extrem viel Schaden. Mit der Class Cannon, dann wird es auch nochmal sehr interessant werden. Oh. Ja, die Viecher hier. Die spawnen einfach mal hinten hinter den Gegnern. Und ja. Die tun einfach so, dass die Gegner viel, viel, viel stärker werden. Das ist das Nervige damit. Die nenne ich einfach mal die Nasen. Weil die wirklich einen riesen Sinken haben. Ja, das ist sehr gefährlich gerade gewesen, aber wir heilen uns sehr schnell wieder hoch. Mit den Items. Und ja. Igel. Nehme ich auch einmal mit. Minus Element. Schaden würde ich ganz gerne vermeiden. Reichweite habe ich gesagt, nehme ich mal mit. Ich würde jetzt Schaden eher weniger. Ich würde ganz ehrlich dazu sein, erstmal mehr Life. Weil ich jetzt auf minus 3 Rüstung gehe. So, nehme ich noch das mit. Gefährlicher Hase. Da kann ich dreimal jetzt kostenlos drehen. Das ist das Schöne dabei. Plus 5 Technik, Waffenschaden skalieren zusätzlich mit 20% Technik. Wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich auf einen Technik-Charakter gehe. Schießen die Geschütze mehr, also die machen mehr Schaden dann. Aber minus 2 Fernkampf ist. Nein, das machen wir nicht. Taylor ist ein Geschütz. Brauche ich jetzt nicht. Seltsames Essen könnten wir, aber nee, da verringere ich mein Ausweichen. Garten, spawnt ein Garten, der alle 9 Sekunden eine Frucht erzeugt. Plus 3 Fluch, also der Garten ist verflucht. Sieht man, weil plus 3 Fluch steht. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Brille können wir mitnehmen, aber den verfluchten Garten können wir auch erstmal wegspielen. Den kann ich mitnehmen. Plus 5 Rückstoß. Ein Schaden pro einen Rückstoß. Ah, das ist mies. Moment. Ja, das ist wirklich mies. Also da bräuchte ich jetzt alle drei Spiralen, dass ich den Rückstoß wieder auf positiv bekomme. Sonst ist das Item relativ schwach. Ich weiß gerade nicht, welche Items ich auf Minus Rückstoß habe. Auf jeden Fall habe ich da ein paar. Ich weiß aber gerade nicht, welche Items das waren. Welche Items waren denn? Ah, ich habe zweimal Mutant. Ah, das sind schon mal 6 Rückstoß Minus. Und irgendwas anderes hat mir auch nochmal Minus Rückstoß gegeben. Und Banner einmal. Ne, zweimal. Oh, dann habe ich nichts gesagt. Das ist sehr mies. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Welle rein. Welle 18. Ich sehe gerade, wir nehmen eine Stunde schon auf. Alter Schwede. Obwohl pro Welle nur eine Minute. Es dauert, das ist so crazy. So, wir könnten theoretisch hier hinten stehen, irgendwo. Was aber nicht so sinnvoll ist. Wir müssen nämlich die Nasen wegmachen, weil die Nasen bringen die Gegner wirklich zum Ausrasten gefühlt. Ich bin mal gespannt, wie groß die Datei ist. Vielleicht werde ich überhaupt
das Video gar nicht mal hochladen können, weil es einfach viel zu groß ist. Dritte Kiste, sehr schön. Vierte Kiste wäre hier der da gewesen. Erstmal kurz heilen. Töte 50 Bäume. Yeah. Wir haben den nächsten Charakter freigeschalten. Und haben vier Kisten. Minus 5 Tempo plus Rückstoß plus Rüstung, wenn du dich nicht bewegst. Nimm mal ganz gerne mit, weil ich ja auch Minus Tempo haben möchte. Das können wir verwerten. Lebensraub können wir mitnehmen. Ja, schützen nämlich auch mal mit. Reichweite brauche ich nicht mehr. Schaden können wir mitnehmen. Ein Elementarschaden plus 4. Nehme ich ganz gerne mit. Oh. Oh. Ist natürlich jetzt riskant. Nochmal Glass Cannon, dann machen wir extrem viel Schaden. Ich nehme erstmal die zwei mit. Glass Cannon hebe ich mal auf. Oh. Kriegshelm. Das nehme ich mal mit. Legierung wäre auch gar nicht mal so schlecht. Ich lasse es aber weg, weil es. Obwohl, wir können es mitnehmen. Coupon können wir mitnehmen. Raptor brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt. Ja, vorletzte Runde. Vorwelle 20. Ich denke mal, wir sind gut ausgestattet. Wenn wir jetzt noch die Glass Cannon mitnehmen, können wir schon einiges bewirken. So, töte 5000 Gegner. Haben wir auch schon hinter uns. Aber ich glaube, ich krieg nicht mehr minus 20 Tempo, weil das minus 20 Tempo sind wir sehr langsam, muss ich sagen. Das kriege ich nicht mehr hin. Und da werde ich mal auch wahrscheinlich irgendwie offscreen-mäßig irgendwie was probieren. Oder ich muss wirklich mit den Rainbow-Kisten da mal die Items mir raussuchen, die ich dann brauche, um die Charaktere. Mindestens 25 Gegner gleichzeitig brennen. Habe ich das wirklich geschafft? Ulala. Egal. Fernkampf, dass wir mehr Schaden machen. Würde ganz gerne noch vier Elementarschaden haben wollen. Geht es wahrscheinlich aber nicht mehr hin. Deswegen werde ich nochmal Fernkampf nehmen. Oh, wir hätten doch. Regierung. Vielleicht kriege ich noch einen Elementarschaden. Ja, kriege ich. Erreiche 10 Elementarschaden und plus 3 Geschütze. Habe ich. Sehr schön. Wir nehmen noch Schaden mit. Plus die Schrotflinte. Dann noch seltsames Essen. Letzte Runde. Wir könnten natürlich auch in den Endlos-Modus gehen. Ich möchte aber das Video erstmal beenden, weil ich wissen will, wie groß ist eigentlich eine Stunde und knapp 10 Minuten. Oder eine Stunde und eine Viertelstunde. Also eine Stunde und 15 Minuten, wie lang das Ganze ist. Wie groß das ist. Wenn es jetzt 10 Gigabyte groß ist, das Video. Alter Schwede. Aber ich habe ein schnelles Internet. Also sprich, ich kann so ein Video dann mal am Wochenende mal hochladen. Also was heißt schnelles Internet? Okayes Internet. So, der Bossgegner hier ist relativ okay, human würde ich sagen. Nur die kleinen Gegner nerven. Aber wir haben ihn auch besiegt gleich. 5000 Materialien nochmal eingesammelt. Und der Endgegner oder der Bossgegner wurde besiegt. So, wir haben einige Sachen freigeschalten. 1, 2, 3, 4 neue Charaktere. Nochmal 5 weitere Charaktere. Achso, wir haben auch Gefahr 1 freigeschalten. Neue Gegner erscheinen. 9. 14. 18. Eine Kartoffel haben wir sogar noch freigeschalten. Nee. Wir haben
19 neue Charakter freischalten und ein legendäres Item, und zwar die Kartoffel. Also ein rotes, ein sehr gutes Item. So, und wenn ich jetzt hier zur Auswahl gehe, seht ihr schon, wir haben einmal den, also haben den Dickerchen freigeschalten, weil ich gestorben bin. Oder hatte ich den? Nee. Wir haben den Dickerchen auf jeden Fall freigeschalten. Dann den Kreis, dann den Glückspilz, den Mutant, den Generalist, den Schreihals, den Tausendsasser, dann den Bauer, den Entdecker, den Jäger, den Waffenhändler, den Cyborg, den Vielfraß, den Lehrling, den Golem, den Rebell, den Einarmigen, den Technomagier, den Koch und den Seeräuber haben wir freigeschalten. Leute, wir können quasi noch versuchen, dann, so offscreen werde ich wahrscheinlich den hier versuchen. Ich werde wahrscheinlich jetzt die ganzen anderen Charaktere freischalten, indem ich mit den Normalo einfach immer mit der MP zum Beispiel oder mit irgendwelchen Waffen Gefahren 0 spiele. Also wir werden nicht Gefahren 1 spielen offscreen. Das werde ich mit euch machen. So, dass ich alle Charaktere freigeschalten habe. Also wie schon gesagt, einige sind leicht, einige sind schwierig. Ich werde wahrscheinlich auch da in den Endlos-Modus gehen. Werde da quasi alles da freischalten. Außer für den Charakter. Wenn ich sehe, dass ich bei Welle 20 0 Fluch habe oder Welle 19, dann versuche ich quasi das Ganze zu beenden. Aber da muss ich nochmal schauen, wie ich das Ganze mache. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, wenn es heißt Normalo auf Gefahr 1 durchzuspielen. Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und viel Spaß mit dem Spiel. Übrigens, das Spiel hat insgesamt mit DLC knapp 10 Euro gekostet, vielleicht auch 9 Euro. Wer es sich, also neues Spiel sich kaufen möchte, ein bisschen Spaß haben möchte, ich empfehle es nur, weil es wirklich Spaß macht. Potato. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns dann quasi beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.